So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Fred. Ja, das Update ist da, das Winter-Update gestern für euch, gestern für mich, für euch gestern, für mich heute, weil ich das jetzt quasi am Tag aufnehme. Kurz nachdem das Update draußen ist, ich habe aber allerdings ja schon 3 Videos gehabt für den Tag und ich wollte eure Nerven nicht überstrapazieren. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen die Folge jetzt für den Tag danach. Ich habe jetzt endlich meinen Loot, den ich ausgeben kann. 26,8 Millionen Elex und 16,705 Millionen Gold. Also, was ich natürlich sofort mal upgraden werde, ist das hier. Ja. Damit ich natürlich was bekomme, natürlich unseren kleinen Freund hier, Flammy. Oh, warte mal. Flammy, aka die Flammenschleuder. Jetzt muss ich mal eben gucken. Was können wir denn da upgraden? Kann ich das Viech denn schon upgraden? Warte. Kostet 7,2, habe ich natürlich. Allerdings muss ich mal eben schauen, die 7,2 Millionen, dass ich auch noch ein Buch habe. Buch des Bounds. Oh, zweimal. Buch des Bounds. Was laber ich? Buch des Kampfes. Buch des Bounds habe ich noch 2 Stück. Bringt mir leider nicht viel. Bringt mir leider gar nicht viel. Eins, warte. Ja, die kann ich jetzt upgraden, die Elixiersammler. Aber der Rest, das wird etwas schwierig. Wir gucken aber gleich auf jeden Fall mal drauf auf den Shop, ob da nicht irgendwas Gescheites ist. Wir haben noch die beiden CWL-Angriffe von mir, also jetzt einmal hier und dann nochmal einmal bei Fredriksson. Der hat auch gleich schon die Superdrachen am Start. Oh, das wird richtig lustig. So, die sind jetzt schon mal alle am Start. Jetzt gucken wir mal drauf. Oh, das wäre natürlich richtig geil. Buch der Helden brauche ich allerdings nicht mehr. Buch des Bounds, Buch des Kampfes brauche ich auch nicht. Das hier auf der Seite werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Universalbuch wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich bräuchte einen Forschungstrank. Bräuchte ich eigentlich. Wir holen uns aber erstmal das hier. Okay, das erste habe ich mir jetzt geholt und jetzt holen wir uns noch eben das für 4,99, weil die anderen halt für mich nicht so ganz so viel Sinn machen. Universalbuch kann ich wunderbar gebrauchen und natürlich den Forschungstrank kann ich auch gebrauchen. Also, wir kaufen das mal eben. Übrigens, wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt doch gerne im Shop oben auf den Creator-Code bzw. auf das C, auf das schwarze C mit weißem Hintergrund. Es wird auch bald wieder neue Preise geben bei den Verlosungen. Aktuell könnt ihr ja noch den Hawk Rider gewinnen. 46 cm hoch, hat 20 Stunden gedauert zum Drucken und nochmal ziemlich viele Stunden das zu bearbeiten, zu kleben, zu schleifen, anzusprühen und so weiter. Also, wenn ihr das gewinnen wollt, dann gerne abonnieren, Creator-Code MBF, Glocke aktivieren und dann viel Glück! So, wir haben es gekauft und jetzt können wir auf jeden Fall schon mal eben hier den Flammi, die Flammenschleuder, auf jeden Fall schon mal eben ganz schnell erforschen. So, Universalbuch ist mir eigentlich zu schade dafür. Nee. Ich müsste ja auch noch ein paar Machttränke haben. Magische Gegenstände. 4 Stück haben wir noch, von daher wird das auf jeden Fall funktionieren. Also jetzt brauchen wir brauchen jetzt noch nicht, das jetzt so schnell fertig zu machen. Also kein Pay-to-Win. Wobei, das gibt's sowieso nicht richtig bei Clash. So, wir werden jetzt auf jeden Fall schon mal die Forschungstränke reinwerfen. So, oh, ich habe ja einige noch. Das ist gut, 4 Stunden. Na, dann geht das doch auf jeden Fall schon mal schneller. So, jetzt brauche ich aber noch meinen Trainingstrank. 2 Stück, so. Buch des Bounds können wir uns schenken, ist unwichtig erstmal. Jetzt gucken wir mal eben hier. Ich habe ja schon echt ein bisschen was freigeschaltet. Vorteile, 10%. Bedeutet, den Rest werde ich jetzt erstmal benutzen, um noch ein paar Mauern zu machen. Ja, die kann ich ja jetzt endlich mal wieder machen. Das ist so cool. 125 Stück können wir jetzt wieder machen. Okay, das wird, wir werden nicht weit kommen. Mauerringe speichere ich noch für schlechte Tage. So, 3,7 Millionen. Jetzt habe ich ja hier noch ein bisschen was, ne? Zack, da haben wir noch was. Oh, noch ein Forschungstrank. Oh, jawohl. Dunkles brauche ich nicht. Elex, Gold. Haben wir sonst noch irgendwas gehabt hier? Mauerringe, Buch der Zauber, das habe ich auch noch alles. Rune des Elex, eine Rune des Goldes habe ich auch noch am Start. Wenn ich das jetzt hinkriegen würde, noch eine Mauer zu machen, dann könnte ich gleich die Rune des Goldes noch eben benutzen. 6,3 Millionen, das habe ich auch noch voll, ne? Ist auch noch relativ voll. 12 Millionen und 11 Millionen, ja. Ja, machen wir das jetzt erstmal so, dann machen wir das jetzt erstmal so. Jetzt habe ich wieder nicht genug. Deswegen, wir müssen sowieso erstmal die Truppen loswerden. Den 4-fachen Sternenbonus snaggeln wir uns dann gleich auch irgendwann noch. Und dann müssen wir noch angreifen in der CWL. Ich habe hier ganz besondere Truppen ausgebildet. Und zwar, weil ich sie noch aktiv hatte, habe ich die Supervalküren am Start. Jawolski, die Supervalküren sind hier am Start und der Wardens auf Luft.
Warden, warum bist du auf Luft? Mein Freund, warum bist du auf Luft? Kann übrigens sein, dass die Episode heute etwas länger geht. Ich habe Lust aufzunehmen. Also stört euch nicht dran. Wenn ihr nicht schauen wollt, könnt ihr ja jederzeit abbrechen. Aber ich habe irgendwie noch ein bisschen Lust, das jetzt auch nicht zu schneiden und das jetzt einfach mal so quasi zu machen, wie es auch ist. Also gut, klar, schneiden muss ich die Episode sowieso, weil ich ja Käufe getätigt habe und weil ich ja gleich den Account noch wechseln möchte. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und warum ist die Gladi kaputt? Warum ist die Gladi kaputt? Warum? So, da oben noch. Ich bin ja auch noch dabei, die ganzen Achievements zu sammeln. Das bedeutet im Detail natürlich Rathäuser zerstören, Lagerungsmaschinen spenden, Katapulte zerstören, Zauber spenden. Das sind so die Sachen, die mir noch fehlen. Weswegen ich ja überhaupt erst so weit nach unten gegangen bin. Ich bin ja in Silber, was ja für ein Rathaus 14 eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Ja, das werde ich jetzt so nebenbei machen. Also das primäre Ziel ist ja jetzt sowieso erstmal den Account zu maxen, aber auch natürlich nicht so schnell. Also das, ich kenne mich ja auch. Und wenn ich das jetzt ganz schnell maxe alles, dann geht mir der Spielspaß einfach flöten. Clash of Clans ist ein Spiel, wo es darum geht, sein Dorf auszubauen. Und wo es darum geht zu farmen. Und wenn du farmst, dann mit dem Loot, den du dann da bekommst, dein Dorf auszubauen. Wenn ich jetzt allerdings alles kaufe, dann ist das ja, das ist ja gegen das Spielprinzip im Endeffekt. Das macht mir dann persönlich keinen Spaß, dann bin ich wieder maxed, dann habe ich wieder nichts zu tun. Ja, und dann ist wieder Ende Banane, ne? Das ist dann das Problem. Jetzt werden wir den jetzt erstmal mitnehmen, einfach, weil wir es können. geile Begründung. Weil wir es können. Nein, weil ich jetzt irgendwann natürlich auch noch meine 30 Babys wegmachen muss. Das klingt ein bisschen komisch. Weil ich meine 30 Baby-Dragons noch setzen muss. Das meinte ich damit. Nicht, weil ich sie loswerden muss. Ich muss keine 30 Babys loswerden. Nein. Nein, 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 nein. So, ein Single-Inferno, ein Multi-Inferno. Das ist auch nochmal ein Multi-Inferno. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, dass der Single-Inferno gleich auf meinen König drauf geht. Das wäre natürlich gar nicht gut. Ja, den lassen wir jetzt mal hier auf Luft. Ja, genau das passiert nämlich jetzt. Oh, er ist aus der Reichweite. Immerhin etwas. Ja, na komm. Wir lassen den König mal noch ein bisschen leben. Lass ihn mal noch die Mauer kaputt machen. Vielleicht kriegt er den Nahe, kriegt er nicht mehr. Hätte ich mir schenken können. Dann müssen wir jetzt ein bisschen auf den Loot gehen, oder? Auf was gehen wir denn jetzt? Ich sehe keine... Doch, ich sehe Feger. Ein Feger ist weg. Ein Katapult ist im Ausbau, das ist schon mal gut. Und Warden hinterher. Eigentlich nicht so cool, denn jetzt sind ja die ganzen Babys zwar hier, aber sie sind nicht wütend und ich habe auch keine Wutzauber dabei. Bedeutet, jetzt müssen wir erstmal gucken. Nicht, dass wir jetzt hier noch Pokale verlieren, aber ist im Endeffekt auch egal. Ich möchte ja nur meine Truppen eben loswerden. Den Loot würde ich schon ganz gerne noch mitnehmen. Dunkles, wie gesagt, brauche ich nicht. Ich möchte natürlich auch den dunklen Bohrer upgraden. Logisch. Ja, zumindest die 50% haben wir jetzt gleich. Wäre geil gewesen, noch irgendwie noch das Katapult zu kriegen. Aber mit diesen Truppen, ich hatte ja auch kaum Zauber. Ich habe ja auch echt kaum Zauber ausgebildet. Ich habe, glaube ich, sogar gar keine in der Hinterhand. Au, das habe ich vergessen. Ich habe vergessen, Zauber nachzubilden. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich muss bei Frederiksson auch noch die Truppen loswerden. Ja, wir können aber jetzt hier aufgeben. Ist in Ordnung. So, wir gucken mal eben. Truppen sind weg. Oh ja, dafür hat es sich alleine schon gelohnt. Den nehme ich jetzt noch nicht mit. Weil ich jetzt auf jeden Fall noch eben die erste Mauer mache. So. Truppen sind am Start. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. 1, 2, 3, 4. Zack. Ja, das Geschenk. No, 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 no. Das nehme ich aber noch nicht mit. Das nehmen wir gleich mit. Das nehmen wir für später. Ich brauche jetzt erstmal normale Truppen, ne? Wir brauchen erst einmal normale Truppen. So, ja, Flammy ist auch am Start. Was habe ich denn für eine Armee? Wir haben Golems, wir haben Supervalküren und wir haben unsere kleinen Freunde, die Yeti. Das passt auch. Die Helden brauchen auch noch eben. Ich fordere gleich mal eben Truppen an. Wir gehen jetzt mal eben rüber zu Frederiksson. Dann muss die Truppen auch noch loswerden. Bis gleich. Zwei Angriffe sind ja noch da, ne? Zweimal CWL. Bis gleich. Okay, wir sind bei meinem Frederiksson-Account und hier habe ich jetzt die Superdrachen aktiviert. Ah, echt eine der besten Truppen aller Zeiten, muss man wirklich sagen. So, ich habe auch schon jetzt von Josie einen Maxed Flammy bekommen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Das ist meine Armee für gleich. Siebenmal Superdrache, viermal Ballon. Das sind die Zauber dabei. Belagerungsmaschinen können wir uns im Endeffekt jetzt erstmal sparen. Wir gucken jetzt erstmal drauf. Ich habe 14,6 Millionen Elex. Ich müsste das eigentlich jetzt gleich mal upgraden, damit ich die Belagerungswerkstatt upgraden kann. Ja, der Rest. Ich habe drei Arbeiter frei. Das bedeutet auf jeden Fall erstmal Inferno. Also auf dem Rathaus. Allerdings, Moment, habe ich hier noch was? Buch der Zauber vor irgendwie einen Schub oder sowas? Nee, haben wir nicht mehr. Okay. So, wir verbessern das jetzt erstmal. Jetzt habe ich noch
500.000 übrig, ist aber auch egal. Die Minen und Sammler gehen relativ schnell, ne? Die kosten nur 1,8, ne? Wo sind sie? Wo sind sie? Ja, sogar noch weniger. Mit dem Schub. Beziehungsweise mit dem Rabatt aus dem Goldpass kostet die noch weniger. Die will ich haben gleich. Okay. Also, Schritt Nummer 1. Wir werden jetzt erstmal unser Super-Go-Weevee loswerden. Ich muss mir jetzt... Warte mal, wir wollten uns doch noch rächen bei dem einen Typ. Oh, den könnt ihr natürlich auch mitnehmen. Oh. Nein. Ich will mir gucken, ob ich noch bei dem einen Typen rächen kann. Da. Ja, wir können es rächen. Oh, er hat nicht so viel. Ärgerlich. Oh, er hat nicht so viel. Und er hat dreimal Multi. Das bringt mir natürlich jetzt gar nichts bei Super-Go-Weevee. Lieber Hypnos... Das nächste Mal. Das nächste Mal versuchen wir es. Ja, geil. Nehme ich jetzt natürlich auch mal ebenso mit. Brauche ich jetzt ja mich gar nicht großartig anzustrengen. Ja. Rados 12. Wir schenken ihm die Pokale. Ist egal. Wir schenken ihm jetzt mal eben die Pokale. Soll er ruhig haben. Kann er mitnehmen. So, ich nehme den Loot mit. 200.000. Ist auch in Ordnung. Ich meine, langfristig könnte ich natürlich mal wieder in Legend gehen. Aber jetzt kurzfristig, ob ich da jetzt die Pokale hole oder nicht, das ist eigentlich Lade. Das ist eigentlich egal. Aber wir werden mal sehen. Ich bin so aufgeregt. Gleich noch zweimal gleich noch CWL-Angriff. Das wird richtig lustig. Zum einen noch erstmal hier mit den Superdrachen. Und zum anderen dann gleich noch in dem großen Account mit den Supervalküren. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Das wird lustig. So, ich werde jetzt mal eben gucken, dass wir mal eben Gegner finden. Werde ich vielleicht... Oh, den... Ja doch, dreimal Single Inferno, das sieht gut aus. Und hier vor allem, Moment, 2, 3, 4. Ja, der war nicht schlecht. Und jetzt nochmal 1, 2, 3, 4 da unten noch hin. Ist eben auch noch aufsprengen, so. 2, 3, 4, zack, 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 zwei Stück auf jede Seite. Hexen schon mal hinterher und jetzt lassen wir den so ein bisschen schräg reinfahren hier. Ich nehme jetzt erst den mit. Wir lassen uns Flammi für gleich. Den brauchen wir jetzt noch nicht. Der wäre jetzt unsinnig, meiner Meinung nach. Rein da. Nicht außenrum. Warum lauft ihr außenrum? Leute, warum lauft ihr außenrum? Ich erwarte nichts. Bin dennoch enttäuscht. Warum, meine Freunde, lauft ihr außenrum? Jetzt habe ich leider das Rathaus auch nicht mehr ganz down gekriegt. Er wollte mich verarschen, die Valkyrie, sag ich schon. Die Gladi war auch nicht mehr im Radius von dem Warden. Ey, euer Ernst? Das ist jetzt natürlich gar nicht cool. Aber wir werden ja zumindest jetzt hier noch... Ja, den zweiten Stern haben wir ja eh schon sicher. Jetzt werden wir die Gladi mal eben... Oh, die hab ich auch... Ja, die haben jetzt auch nicht richtig erwischt, aber ist in Ordnung. So, wo ist die Königin? Da vorne. Die ist noch am Start. Zünde ich jetzt schon mal eben. Ja, das wird uns jetzt leider die 100% kosten, weil ich da leider ein, zwei kleine Fehler drin hatte. So, die gegnerische Königin muss jetzt noch down. Schön. Was ist überhaupt mit dem Rest? Wird es noch eine Szenerie geben? Eine Weihnachtsszenerie? Wird es noch einen weiteren Skin geben? Wird es noch... was war denn da sonst noch? Was kann man denn sonst noch mal reinbringen? Ein Baum! Was ist mit dem Weihnachtsbaum? Wird es noch einen Weihnachtsbaum geben? Ja, es wird definitiv einen Weihnachtsbaum geben. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich darf euch aber nicht verraten, wie der aussieht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wann der spawnt. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass die Superdrachen einfach geil sind. Eine richtig schöne Truppe. So, die bauen wir jetzt nämlich schon mal aus, wieder. Es wäre geil, wenn mir jemand ein paar Geschenke ins Dorf legen würde. Da hätte ich ehrlich gesagt nichts gegen. Ich fordere jetzt gleich nochmal eben an. Wir können uns ja auch schon mal eben unsere Gegner angucken. Das habe ich bisher noch gar nicht getan. Nummer 4 bin ich ja hier. Oh, der ist richtig gut. Das ist gar nicht mal so cool. Was nehmen wir denn da mal? Da muss ich den Flammi ja ganz da oben hinsetzen. Oder nee. Doch, da vorne ist ein X-Bogen. Das ist nicht gut. X-Bogen ist nicht gut. Das bedeutet, Flammi setzen wir dann gleich da oben hin. Auf jeden Fall, ja. Flammi wird da oben hingesetzt. Da würde ich mal sagen, machen wir eben einen ganz kurzen Cut. Ich muss mal eben warten, bis ich nochmal anfordern kann. 5 Minuten, 3 Minuten dauern die Truppen, 5 Minuten dauert sowieso noch die Queen. Also, kurzer Cut und bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück und jetzt Schritt Nummer 1. Zunächst einmal das hier upgraden. So. Oh, ich habe sogar noch ein Buch des Bounds. Stimmt, ich habe ja sogar noch einige, ne? Oder wie viel habe ich noch? Hab ich noch Bücher?
Zwei Stück. Okay, das eine werde ich jetzt auf jeden Fall hier schon mal benutzen. So, die Werkstatt. Jetzt habe ich nämlich den, jetzt habe ich Flammi nämlich freigeschaltet. Ich habe ihn aber ja eben gespendet bekommen. Das ist die Armee. Bodentruppen für Flammi. Ja, das ist der Plan. Der ist wasserdicht. Der kann nicht schiefgehen. Er kann schiefgehen und er wird schiefgehen wahrscheinlich. Also, Plan ist wie folgt. Flammi setzen wir jetzt hier oben hin. Dann macht er hier natürlich schon mal so ein bisschen Radauts. Macht dann wahrscheinlich auch schon mal die Mauern kaputt. Ja, fährt so weit, wie er fahren kann. Klamburg ist da vorne. Blitz ich den da weg? Puh, ich weiß auch nicht, was ich mit den Helden machen soll. Ich würde die Klamburg sehr ungern locken. Ich habe einen Plan. Oder? Nee, ich hab keinen Plan. Nicht keinen gescheiten Plan zumindest. Aber egal, das wird schon irgendwie funktionieren. Also, wo ist Flammi? Flammi ist da so. Flammi, 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 bitte, bitte. Fahr bitte, Flammi, fahr. Und mach jetzt schon mal einiges kaputt, bitte. Mach jetzt schon mal den Turm da kaputt. Fahr weiter, 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 weiter. Flammi, jawohl. Genauso habe ich mir das nämlich gedacht, dass die Mauern nämlich jetzt gleich mit kaputt gehen. Ja. So, jetzt schon mal dahin. König läuft jetzt nämlich nach links. Genau so. Der Minenwerfer geht jetzt nämlich auch schon mal auf die Helden drauf. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Das Jack ist mit dabei. Flammi ist noch mit am Start. Hilft jetzt ein bisschen mit. Genau so. Die Königin, ja, es ist eigentlich gar nicht so ideal, weil die Königin jetzt Flammi so ein bisschen Arbeit abnimmt, was eigentlich nicht so geil ist, aber in Ordnung. Den kann ich schon mal blitzen. Königin zünden. Ja, wenn Flammi sich noch die Luftabwehr schnappt, wäre das natürlich auch nicht so schlecht. Oder die Königin. Oder so. Oh, jetzt teilen sie sich sogar die Aufgaben. Komm, Flammi, schieß. Schieß. Ja, Flammi hat leider nicht so viel zu tun gerade. Oh, warte mal. Wir müssen noch eben ganz kurz warten. Wenn der jetzt da drauf geht, er könnte sogar noch das Katapult mit erwischen. So lange müssen wir leider noch warten jetzt. Komm, 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 Flammi. Ja, nicht ganz. Ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Komm, 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 komm. 1 Minute 45. Ein bisschen weiter noch. Jetzt ist er gleich sowieso im Radius vom X-Bogen. Ja, das war jetzt abzusehen. Das Problem ist, was mache ich jetzt? Wo lauft ihr hin? Wo lauft ihr hin? Wo lauft ihr hin? Warum? Warum laufen die? Oh mein Gott! Warum laufen die denn da vor die Mauer? Tja, Fragen über Fragen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum sie jetzt da gerade vor die Mauer gelaufen sind. Okay, das kommt da raus. Das ist schon mal in Ordnung. Nein! Oh, 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 oh. What an idea. So, meine Freunde. Kann mir bitte einer erklären, warum die da vor diese Mauer gelaufen sind? Oh, jetzt ist da auch noch... Jetzt ist da auch noch eine Tornadofalle. Ah, aber es sieht da so schlecht... Das heißt, es sieht so schlecht gar nicht mal aus. Das muss ich mir gleich mal angucken. Wenn wir das Rathaus jetzt noch kriegen würden... Oh, kriegen wir nicht mehr ganz. Tja, ein Mini-Problem. Ein Mini-Problem haben wir jetzt leider. Das bedeutet, wir werden den zweiten Stern nicht mehr kriegen. Warte. Es war ein Versuch. Das dürft ihr jetzt nicht zu ernst sehen. Das war wirklich jetzt mal ein experimenteller Angriff. Und ich habe nur noch 10% Batterie. Okay, jetzt müssen wir uns wirklich ein bisschen reinkloppen hier. War halt mal ein Experiment. War halt ein Experiment mit den Drachen. Ich habe jetzt mir gedacht, wir probieren, vor allem mit Flammi, wir probieren mal so ein bisschen durch. Ist ja auch egal. Warte mal. Geschenke für die Leute. Jetzt kommt noch ein Angriff. Ja, nehmen wir ruhig noch mal ein bisschen experimentell was mit. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, wir sind wieder zurück. Und jetzt muss der Wardenei ganz schnell eben auf Boden. Und jetzt, Kampf Nummer 2. Diesmal wird es wahrscheinlich ein bisschen besser laufen. Hoffe ich mal. Ich habe mir den Gegner auch wieder nicht angeguckt. Oh nein, was ist hier denn los? Gehe ich von oben rein? Von wo gehen wir rein? Boah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich könnte wieder... Also, ich hab wieder Flammi dabei, ne? Oh, nein. Wir haben wieder die Flammenschleuder dabei. Dann muss ich das ein bisschen anders machen. Das ist gar nicht geeignet. Die Flammenschleuder ist ja überhaupt nicht geeignet hier. Was mache ich denn jetzt? Was tun wir jetzt? Ich habe nicht mehr so viel Akku und ich habe auch nicht mehr so viel Zeit nachzudenken eigentlich. Die Sachen sind alle außen. Verdammt. Ich will Flammi benutzen, er ist nur hier halt nicht so gut. Er ist sinnlos hier.
Wir benutzen ihn natürlich trotzdem, auch wenn er jetzt hier nichts bringt. Machen wir, Leute. Kein Problem. Wir kriegen das trotzdem hin. Irgendwie wird das schon klappen. Also, und zwar, machen wir das jetzt so. Du kommst da vorne hin. König läuft jetzt wohin? Ja, okay, der läuft nach da. Ich muss den wegkriegen. Den müssen wir eben holen. Ja, so. Flammi, bitte schnell. Wir räumen jetzt mal ein bisschen auf. So. 1, 2, 3, 4. Da wird schon mal ein bisschen offen gesprengt. Und dann werden wir mal sehen. Oh, bitte, ja. Weiter. König zünden. Flammi, enttäuscht mich jetzt nicht. Du hast mich eben enttäuscht. Diesmal nicht. Flammi hat mich nicht enttäuscht. Die Klammburg hat mich enttäuscht. Die lief direkt vor die Mauer vor. Ich weiß nicht genau warum. Sie hätte ja eigentlich auch außen rumlaufen können. Oder zumindest rechts zur Mauer. Das hätte ich noch verstanden. Jetzt bitte den Inferno-Turm. Bitte. Eben den Inferno. Bitte eben den Inferno. Nein, das ist ein Radius. Was? Flammi, dein Ernst? Flammi. Ich bin sehr enttäuscht. Flammi. Und jetzt geht der auf den... Oh, warum? Warum? Flammi, warum? Warum gehst du da drauf und nicht... Ja, noch eine Doppelriesenbombe, GG. So. Zack, so. 1, 2, 3. Oh, da kommt ja jetzt die ganze... Da kommt jetzt wirklich das ganze Party-Squad raus. Auf jeden Fall. So. Rup. König. Warden. Gladi. Ja, den Wutzauber brauche ich jetzt erstmal nicht. Den brauchen wir gleich. Auf jeden Fall. 3, 2, 1. Jetzt. So. Damit wir das nämlich schön alles freezen in der Zeit. Ja. Wo die da durchlaufen. Ja. Kriegen wir da noch ein bisschen was kaputt. Ich freeze die Adler-Dev. Ich habe mich dazu entschieden, die Adler-Dev zu freezen. Gladi, nicht sterben. Da ist die Tornado-Falle. Ja. Genauso wie er es eigentlich geplant hatte. Dass meine Gladi da leider in die Tornado-Falle läuft. Jetzt ist aber der Inferno-Turm weg. Ja, 2 Sterne. Bin zufrieden. Ich werde noch ein Video machen, wo wir noch uns Taktiken angucken mit der Flammenschleuder. Wann man sie benutzt. Und wann man sie vielleicht besser nicht benutzt. Ihr habt es ja gerade gesehen. In diesem Fall, ich wollte sie halt unbedingt benutzen. Obwohl es jetzt hier eigentlich keinen Sinn macht. Logisch, ne? Also, hätte jetzt hier nicht so viel Sinn gemacht, weil ja die Gebäude alle außen eh schon sehr weit waren. Also sehr weit außen standen. Das war jetzt halt genau das Problem hier, ne? Die Gebäude standen sehr weit außen. Du hattest keinen Platz überhaupt, die Schleuder gescheit in Position zu bringen. Das war das Problem. Ja, ich muss die Königin jetzt auch mal gleich mal zünden. Und zwar jetzt. So. 18 Sekunden. Oh, guck mal, wie viele Mini-Yetis da sind. Beeilt euch. Oh, es hat gereicht. Es wird aber nicht mehr reichen, um noch die Mauer kaputt zu machen. Ja, immerhin 76%. Besser als nix, muss ich sagen. Bin zufrieden. War jetzt auch nicht so, naja. Also von den Mauern her war es ziemlich schlecht, was er jetzt hier hatte. Von den Gebäuden her war er natürlich besser als der andere. Jetzt gucken wir ganz kurz noch. Ey, ohne Flammi. Bin enttäuscht. Du hast kein Flammi dabei. Was ist hier noch? Und frontal in den Feger rein. Was wird passieren? Und tschüss, Ballons. Oh, er hat sie noch gezündet. Aber er fliegt jetzt. Na, jetzt kommt der Eisgolem raus. Und jetzt sind sie gefroren. Und sind noch im Gift drin. 42%. Ja, worauf wird das jetzt hinauslaufen? Ich kann es euch sagen, auf einen. Nicht auf einen Stern, auf zwei natürlich. Er hat ja sowieso noch die Helden außen. Von daher, ja. Die TWL ist natürlich jetzt hier auch... Wundert euch nicht, dass wir so viele Sachen verloren haben. Das liegt einfach daran, dass ich den Clan geöffnet habe und dann einfach irgendwelche Leute reingeholt habe. Und das bedeutet, dadurch, dass ich halt irgendwelche Leute reinhole, kann man nie voraussagen, wie es wird. Also von daher, wir sind eine Liga zu hoch. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir bauen noch ein paar Geschenke hier. Ein paar Geschenke hier für die Leute. So, Belagerungsmaschinen brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Ja... Loot kann ich mir auch nicht mehr holen. Schatzkammer. Oh doch, wir können eine Mauer machen. Eine Mauer können wir noch machen. So. Ja. Da waren es noch. Wie viele Mauern? 119 noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Abonniert den Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.